Ja, es freut mich, dass ich Ihre bzw. eure Zeit heute nutzen darf, um ein Stück weit die Aussage, die hier auf der Titelfolie steht, zu verifizieren. Sind 5G Campusnetze der Game Changer für die Medienproduktion? Die Frage haben wir uns bei der Media Broadcast gestellt und genau aus diesem Grund Ende letzten Jahres ein 5G Standalone Campusnetz in der Nähe von Berlin implementiert. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir nach der Präsentation gemeinsam mal Gelegenheit haben, um uns diese Frage zu stellen und zu beantworten. Ich bin da sehr, sehr offen für gerne auch eine kontroverse Diskussion. Ich freue mich, Ihnen und euch einen Einblick geben zu können in erste Tests, die wir bei der Media Broadcast durchgeführt haben, Ergebnisse, die vorliegen. Wir haben ganz, ganz spannenden Ausblick, was man mit 5G alles produzieren kann. Und so viel kann ich verraten, was so ein bisschen meine persönliche Erfahrung ist. Ich hatte, als wir uns bei Media Broadcast anfänglich mit 5G Campusnetzen beschäftigt hatten, so ein Stück weit die Idee verfolgt, heutige Technologien abzulösen und kommen mehr und mehr an den Punkt, dass das wahr ist, aber bei weitem nicht alles. Und dass wir mittlerweile an dem Punkt bei der Media Broadcast sind, wo wir sagen, dass 5G Campusnetze eben auch völlig neue Arten der Produktion als Mehrwert für die TV-Zuschauerinnen und Zuschauer eben ermöglicht, wo wir doch über neue Kameraperspektiven nachdenken, über neue Zuschauererlebnisse. Und da freut es mich, in die Präsentation einsteigen zu können. Und vielleicht noch zwei Worte zu mir. Mein Name, den sehen Sie, den seht ihr hier. Ich verantworte bei der Media Broadcast das Bit- und Solution Management. Ich habe einen technischen Hintergrund. Zuletzt habe ich den Bereich Produktmanagement, Netze und Produktinnovation verantwortet und 5G seit Anfang an bei der Media Broadcast begleitet und alle Aktivitäten im 5G Campus-Bereich laufen da ein Stück weit bei mir zusammen und ich bin ganz stolz darauf, das nicht alleine machen oder dankbar, das nicht alleine machen zu müssen, sondern dass hinter mir ein Team steht bei der Media Broadcast, bestehend aus Produktmanagern, aus Technikern, aus Ingenieuren, die uns hier unterstützen, 5G zum Erfolg für die Media Broadcast, aber auch für die Medienlandschaft in Summe zu machen. Steigen wir ein. Ja, das klappt super, dass es das eben nicht klappt. Jetzt aber. Eine Folie, bei der ich gerne für alle, die Media Broadcast nicht kennen, unser Unternehmen gerne mal vorstellen möchte, ist nur eine Folie. Media Broadcast ist Teil der Freenet AG. Zur Freenet AG gehören verschiedene Häuser, die Mobilcom, Debitel, die Gravis, alles so ein Stück weit unter dem Motto Digital Lifestyle und eben auch eine Media Broadcast, die insbesondere mit ihren Endkundenprodukten Freenet TV, aber auch DAB Plus hier sehr gut reinpasst. Und viele von Ihnen und von euch werden es wissen, dass wir seit Ende 2020 auch in die Content-Erstellung gegangen sind, zumindest bei Radio, sind an der Antenne Deutschland eben zu 50% beteiligt und stellen uns damit eben insbesondere auf drei stabile Standbeine. Einmal das Thema, dass wir im Netzebereich sehr aktiv sind mit deutlich mehr als 8.000 Ende-zu-Ende-Verbindungen für Datenübertragung, egal ob Video, Daten oder Audio. Das wächst nach unserer Beobachtung stark zusammen und sind Marktführer mit über 700 Sendern, verteilt auf in Summe gut 200 Standorte bei DAB Plus, dem digitalen Radio und Fernsehen, DVB-T 2HD. Und wie gerade erwähnt, vermarkten wir darüber die Endkunden Freenet TV. Stolz sind wir auch über das erste 5G Standalone Campusnetz, was wir in der Medienindustrie in Deutschland aufbauen konnten. Ich habe eine Pressemitteilung gesehen, die war 2 Wochen, nachdem wir unser Netz stehen hatten.
wo sich eine Universität damit gebrüstet hatte, das erste 5G-Campusnetz in Deutschland zu haben. Wenn das stimmt, dann wären wir die Ersten. Ich weiß es nicht ganz offen. Ich glaube, in der Medienindustrie sind wir hier weit vorne und sind mit unseren Partnern, Kunden und Lieferanten hier eben dabei, neue Ideen und neue Möglichkeiten für die Produktion darzustellen. Darüber hinaus, Media Broadcast ist bekannt, wir sind ein Unternehmen mit Geschichte. Wir legen Wert darauf, die Qualität, die wir an den Tag legen, auch zu zertifizieren. Das fängt beim Umweltmanagement an, hört bei der ISO 27001-Zertifizierung auf und verstehen uns hier eben als verlässlicher Partner für die deutsche Medienindustrie. Ich sitze in Köln, bin aus Köln zugeschaltet, bin hier ganz alleine im Büro aufgrund der Pandemie und bin aber umso dankbarer, dass wir für die Medientage hier ein Format gefunden haben, trotzdem einiges heute mit euch und Ihnen diskutieren und vorstellen zu können. Genau, als eines der ersten Unternehmen in Deutschland haben wir das 5G-Campusnetz in Betrieb genommen. Das Ganze hat ein Stück weit gestartet, als wir 2019 festgestellt hatten, als seitens der Bundesnetzagentur announced wurde, dass noch vor der Auktion, die im April 2019 war, ein 100 Megahertz breiter Frequenzblock für die Industrie vorgesehen wird, zu der wir uns als Mediendienstleister eben auch zählen und Sie sich hoffentlich auch. Und als wir dann auch festgestellt hatten, dass sich die beiden Ministerien in Deutschland, nämlich das Finanzministerium mit dem Ministerium für Verkehr und Wirtschaft, eben darauf geeinigt hatte, die Campus-Lizenzen für einen wirklich erschwinglichen Betrag bereitzustellen, haben wir das kurzerhand 2019 beantragt, innerhalb von 2 Wochen auch zugeteilt bekommen. Und so viel kann ich aus dem Nähkästchen hier schon verraten. Wir haben uns für 1 Quadratkilometer über 10 Jahre 100 Megahertz gesichert und das Ganze für einen Preis von knapp unter 10.000 Euro. Also pro Jahr sind es knapp 1.000 Euro, was absolut eine bezahlbare Investition darstellt und, glaube ich, kein Hinderungsgrund ist, 5G-Campusnetze auch breit in Deutschland an Eventlokationen oder On-Premise eben darzustellen. Warum ein 5G-Campusnetz auf dem eigenen Gelände ist, relativ schnell erklärt. Wir als Media Broadcast werden uns in dem Bereich oder haben uns in dem Bereich als Infrastrukturdienstleister in Deutschland positioniert. Wir sind aber auch Realist genug, um eben festzustellen, dass 5G zwar eine ganz, ganz tolle Technologie ist, die sich aber nicht aufgrund dessen verkauft, sondern insbesondere sind wir der Ansicht, dass wir 5G-Campusnetze immer dann ausliefern können, wenn es eben auch Anwendungsszenarien gibt. Und da hat sich ein bisschen was getan oder viel getan, insbesondere in den letzten 6 Monaten, ist die Kurve doch nicht mehr linear, sondern exponentiell, wo wir eben auf dieser Basis Use Cases entwickeln, und zwar mit unseren Kunden, mit unseren Partnern. Ich habe da nachher ein paar Beispiele mitgebracht, aber auch mit Lieferanten, um hier einfach gewisse Dinge auszuprobieren als Living Lab. Und wenn wir dort gemeinsam feststellen, das funktioniert, es eben von unserem eigenen Gelände ausrollen auf dem Campus unserer Kunden oder an Eventlokationen. Hier vielleicht bei dem Punkt in der Mitte, Frequenzspektrum und Netzkapazität. Ich habe anfänglich ganz häufig und auch an ganz unterschiedliche Personen und Unternehmen die Frage gestellt, was macht 5G denn so toll im Vergleich zu 4G und im Vergleich zu Wi-Fi? Und technologisch ist der Unterschied gar nicht so groß. Selbstverständlich ist der Sprung von 4G auf 5G im Rahmen der technischen Evolution schon riesig, was da innerhalb von 10 Jahren passiert. Aber der eigentliche Vorteil liegt hier wirklich im politischen Rahmen, der geschaffen wurde. Dahingehend, dass wir ein breites Frequenzspektrum, ich rede jetzt von dem Bereich zwischen 3,7 und 3,8 Gigahertz und noch nicht oberhalb von 25 Gigahertz im Millimeterwellenlängenbereich. Hier haben wir eben 100 Megahertz Platz, die uns dediziert zur Verfügung stehen. Und zwar für ein eigenes Mobilfunknetz und ganz unabhängig von dem, was im Massenmarkt da draußen passiert, wo die Netze auf maximale Downloadgeschwindigkeiten getrimmt sind, wo Latenzen nicht wirklich eine Rolle spielen, sehen wir doch hier bei einem privaten
Netz ganz andere Möglichkeiten. Das fängt an, dass wir einen SIM-Kartendrucker haben, um Endgeräte zu versorgen, und wir unser Radio Access Netz, so nennt sich das, kurz vor Misran, eben so einstellen können, dass es auf den Use Case passend ist. Und wir als Medienvertreter in Deutschland leben ja so ein Stück weit von der Content-Produktion, und wenn man da ein Stück weit nachdenkt, ist der Upload eben deutlich wichtiger als der Download, und da sind wir eben in der Lage, die 100 Megahertz so einzusetzen, dass es für den Use Case passt. Kurzum, die Netzkapazitäten, das Frequenzspektrum eben insbesondere für den Upload zu nutzen. Last but not least, Infrastruktur und Sicherheit. Ich hatte es eingangs erwähnt. Hier legen wir einen großen Wert drauf, dass wir eben die Daten, die unsere Kunden und unsere Partner in unsere Hände legen, dass wir die eben auch als höchstes Gut behandeln. Und gerade in der Produktion reden wir über Content, der eben noch nicht für die Distribution geeignet ist. Und dementsprechend sind wir eben auch so aufgestellt, dass das Gelände von der Media Broadcast erstmal nichts verlässt. Das heißt, unser 5G Campusnetz hat ein On-Premise Core, hat ein On-Premise RAN. Wir sind jetzt so ein Stück weit dabei, darüber nachzudenken, das auszuweiten auf einen zweiten Standort bei uns, aber dazu nachher mehr. Das Gelände, wo wir das Campusnetz aufgebaut haben, ist hier mit einer ganz schönen Luftbildaufnahme dargestellt. Ist ein historischer Standort. Hier wurde vor gut 100 Jahren bereits Rundfunkgeschichte geschrieben. Das ist die erste Radiostation in Deutschland. Sie und ihr blickt hier auf die Großfunkstelle in Nauen, eine Station von uns, wo wir in der Lage sind, eben über Kurzwelle weltweit Daten zu übertragen. Und diesen Standort haben wir, wie sagt man auf Neudeutsch, abgegradet. Eben mit einem 5G-Campusnetz, der ja doch einen signifikanten Bereich von der Großfunkstelle abdeckt, wo wir eben in der Lage sind, viele, viele Produktionsformate abzudecken und ausgiebig zu testen. Dazu aber auf der Seite mehr. Das Grundstück ist 10 Quadratkilometer groß. Die Frequenz, die wir beantragt haben und zugeteilt bekommen haben, ist hier in der grünen Umrandung zu sehen. Ich hoffe, man sieht meine Maus. Und da passen einige Fußballfelder rein. Und das, was wir ausleuchten, hier steht in der Präsentation Planung. Planung ist ein Stück weit überholt. Wir haben das umgesetzt, habe das hier nicht aktualisiert, entschuldigt das bitte. Wir leuchten hier den orangefarbenen Bereich aus. Das heißt einmal Outdoor, eine Fläche von 30 mal 50 Metern, die wir geplant haben auszuleuchten. Ich zeige Ihnen und euch gleich mal, wie das in der Realität aussieht. Da kommen wir deutlich weiter. Und wir haben so roundabout 1000 Quadratmeter Indoor ausgeleuchtet mit unterschiedlichen Basisstationen, um hier gewisse Dinge im Mobilfunkbereich eben testen zu können. Wie schaut das im Handover aus? Verliert eine Kamera den Kontakt zum Videomischpult, wenn wir uns zwischen verschiedenen Mobilfunkzellen hier bewegen, oder ist das eben nicht so? Und das ist unser Netz, wie es jetzt seit Ende letzten Jahres bei der Media Broadcast steht, als Living Lab für Sie, für euch und für uns. Die Autoantennenlage ist hier abgebildet, und hier sieht man auch ganz schön unten links den Bereich, den wir tatsächlich ausleuchten. Das Blaue ist jeweils der Funkschatten, und alles, was grün ist, da haben wir Empfang. Und das Ganze realisieren wir mit einer Mastmontage. Das Foto, das ist vor roundabout 6 Wochen entstanden, da war ich zuletzt vor Ort. Und haben dort eben eine Antenne installiert, die ist aktiv, hat eine Sendeleistung von 1 Watt und wird über Power over Ethernet mit dem Packet Core, was wir in dem Gebäude drin stehen haben, verbunden und sorgt hier eben dann für beste Connectivity im Outdoor-Bereich und bedient die Luftschnittstelle für unsere Endgeräte, um hier die Signale von A nach B zu übertragen. Im Indoor-Bereich sieht das ganz ähnlich aus. Da haben wir 2 Installationen, was im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass wir uns für eine geringere Sendeleistung der Antennen im Indoor-Bereich entschieden haben. Das ist jeweils 0,25 Watt. Man sieht das hier unten, hier ist das angedeutet mit der schwarzen Umrandung, wo wir die Antennen positioniert haben.
und wir leuchten damit das Gelände aus und das Indoor-Gelände. Und den Viertelwatt haben wir deswegen gewählt, weil wir hier eine maximalen Abstand einhalten müssen von 10 Zentimetern. Und ich glaube, das zeigt schon die Dimension, dass man hier mit dem Mobilfunkbereich doch sehr flexibel umgehen kann. Und zu unserer Überraschung haben wir festgestellt, man sieht das hier unten in dem Foto ein Stück weit, da gibt es eine Kellertreppe runter. Und der Bau, in dem wir das implementiert haben, ist ziemlich massiv. Und wir empfangen in einem Stockwerk drunter komplett unser 5G-Netz. Natürlich mit Einbußen in der Performance, die erreichen wir in der Halle selbst, in den 1000 Quadratmetern. Die Antennen sind circa 8 Meter hoch und haben hier eine ideale Ausleuchtung, auch was man hier sieht. Und hier sieht man, schon ein Stück weit, dass es eben auch bis nach draußen eben strahlt. Ne? Hier erkennt man ganz schön, wo haben wir Fenster in dem Gebäude und da kommt eben das Signal auch wunderbar durch, dass wir hier eben doch einige Testszenarien indoor darstellen können. Das Herzstück der Installation bildet die 5G Blue Box. Die 5G Blue Box ist der Produktname für unsere Service-Dienstleistung, die wir hier links dargestellt haben und dient so ein Stück weit der Visualisierung mit dem, was wir tun. Mir wurde ganz häufig die Frage gestellt, hat die 5G Blue Box immer das Innenleben, was wir hier dargestellt haben? Ich beantworte das jedes Mal mit einem Nein. Das machen wir basierend auf den Anforderungen. Und da wir uns hier in einer Lab-Umgebung befinden, haben wir uns ganz bewusst für das Open 5G Core vom Fraunhofer Institut Focus entschieden, weil wir hier eben wirklich in die Parametrisierung bis ins letzte Bit reinkommen und das Netz eben so tunen können, wie wir das für die Use Cases brauchen. Und wenn wir hier in die Auslieferung gehen, haben wir Systemintegrator-Partnerschaften mit unter anderem Weltmarktherstellern, Ericsson, aber auch Mavenir haben wir drauf, um den Open RAN-Gedanken hier mit unseren Partnern und Kunden eben führen zu können, verpartnert und sind in der Lage, entsprechenden Anforderungen die Blue Box individuell zu bestücken. Das, was wir hier eben gemacht haben, ist das System vom Fraunhofer auf klassische Commercial of the Shelf Hardware auf zweimal Dell PowerEdge R640. Und daran betreiben wir zwei Basisstationen von Huawei. Einmal mit einem Hub, um bis zu 6 Antennen anzuschließen. Zwei haben wir jetzt in der Indoor-Installation. Und einmal eine Basisstation mit einer Outdoor-Antenne, wie auf den vorherigen Bildern dargestellt. Und die Blue Box, die Abmessung kommt nachher nochmal. Die ist so circa ein halbes 19 Zoll Reck groß. Und man erkennt hier, glaube ich, ganz gut, dass wir die zur Hälfte belegt haben. Und eine Überraschung für uns bei der Media Broadcast war, dass der Taktgeber in der 5G Blue Box das größte Gerät darstellt. Radio Access Network muss man takten über PTP. Manche machen das mit einer Meinberg-Uhr. Und das ist mit Abstand das größte Gerät hier, was wir in der Blue Box eben eingesetzt haben. Gehen dann über eine Glasfaserverkabelung zu unserem Backbone. Aktuell noch mit Gigabit-Richtfunk. Der Standort wird gerade angegraben mit Glas. Und der wird in den nächsten Wochen dann eben auch mit einer 10G erschlossen sein, dass wir die Signale, die wir im Campusnetz eben übertragen, auch abtransportieren können. Das lösen wir aktuell eben temporär über eine Gigabit-Richtfunkstrecke zu unserem Backbau nach Berlin. Nochmal der Hinweis, wenn Fragen sind, bitte fallt mir ins Wort. Ich sehe nicht, was im Chat passiert. Ich sehe auch nicht, wenn einer die Hand hebt. Bitte einfach melden. Die Endgeräte, die wir uns im ersten Step gekauft haben, sind einmal Modems von Sierra Wireless und Quectel, die wir unter anderem auch jetzt einsetzen, um Kameraprototypen zu entwickeln, die dann eben eine Broadcast-Qualität haben, also eine Schulterkamera mit einem eingebauten Modem hier, werden hier von Partnern unterstützt, die das eben für uns machen, dass wir eben auch Systeme haben, die auf dem Medienmarkt zum Einsatz kommen können für die Medienproduktion. Klassische Mobiltelefone hier mal dargestellt mit einem aktuellen Speedtest, der auf unserem Core läuft, also ohne Beeinflussung von Netzanbindung oder vom Internet.
haben eine Wi-Fi-Box, die auf der Endgeräteseite Wi-Fi zur Verfügung stellt mit einem 5G-Backhaul und haben uns mit Messequipment ausgestattet, hier von Rode und Schwarz, um eben auch ein Stück weit prüfen zu können, wo funken die Endgeräte, wo sind Störer. Und man sieht es hier so ein Stück weit angedeutet. Der blaue Ausschlag hier, das ist unser 5G-Campusnetz, was wir hier in Nauen gemessen haben. Und man sieht hier ganz gut, dass wir die Einzigen sind, die im 5G-Bereich unterwegs sind. Hier oben die gelben Darstellungen, das ist LTE, was hier von Telekom und Vodafone an dem Standort eben in der Luft ist. Daneben haben wir hier nicht dargestellt, weil die Geräte noch in der Beschaffung sind, haben wir einige Drohnen in der Beschaffung, planen Mitte Juni nochmal ein größeres Presseevent, wo wir einige Use Cases, die ich Ihnen und euch jetzt vorstellen möchte, dann im Detail vorstellen und auch live vorführen. Einige haben wir schon gemacht, einige sind in der Planung, aber dazu mehr. Ganz spannend ist für uns der Use Case für Industrie- und Technologieparks, was für Media Broadcast ein Stück weit eine neue Erfahrung ist. Dabei eben festgestellt werden, dass insbesondere im Bereich der Wirtschaftsförderung 5G als politischer Motor genutzt wird, um Industrieparks innovativ gestalten zu lassen, wo im Gedankengang eben die Idee vorherrscht, ein 5G-Campusnetz den Mietern von neuen Industrie- und Technologieparks direkt zur Verfügung zu stellen. Und zwar als Leistung des Vermieters und hier immer bei der Media Broadcast an einigen Stellen unterstützt mit der Blue Box, um die wirtschaftliche Stärke für die Region darzustellen, insbesondere für rurale Gebiete, um dort die Attraktivität für die Mieter eben zu erhöhen, aber auch um Universitäten dort anzusiedeln, was uns jetzt in Norddeutschland, in Niedersachsen gelungen ist, aber auch eine Positionierung des Landkreises und der Politik gegenüber Wirtschaft und Bürgerinnen und Bürger darzustellen, sind wir ganz froh, hier einige Anfragen auch aus dem Bereich zu haben, die wir sehr, sehr gerne bedienen. Einen unseren Use Cases, den wir entwickelt haben auf Kundenanfrage, hier geht es darum, dass nach einer Produktion, sei es Fußball-Bundesliga oder sei es eine andere Produktion, darum geht, dass die Übertragungswagen hier mal exemplarisch einer vom Südwestrundfunk abgebildet, doch eng durchgetaktet sind. Das heißt, wenn donnerstags Eishockey produziert wird, freitags ein Spiel aus der zweiten Fußballliga, samstags ein Spiel aus der ersten Liga, sind die Trucks, die immerhin Wert haben, der mal schnell im achtstelligen Bereich gilt, wo Schubladen eben ausgefahren werden, wo ruckzuck mal 35 Arbeitsplätze bereitgestellt werden, doch gut durchgetaktet sind und so ein Ü-Wagen aber häufig noch stehen bleiben muss, um Feldinterviews am Spielfeldrand durchzuführen, wo wir in der Lage sind, über unser Partnernetzwerk, ob das Logic Media ist oder andere Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, hier Remote-Produktionskapazitäten aus der Cloud bereitzustellen, sei es Azure von Microsoft, sei es AWS oder aber eben die Inhouse-Kapazitäten, die wir über unser Backbone angeschlossen haben, hier mit dem Mikrofon ein Stück weit zu verbinden. Also sprich, ganz, ganz plastisch gesprochen, ist ja die Idee, ein Venue mit 5G auszustatten, temporär oder permanent, völlig egal, wir sind für beides ganz gut aufgestellt, um dann eben drahtlose Signale, sei es Audio, aber auch Video, zu übertragen und über die Netzanwendung zu Innenproduktionskapazitäten zu bringen, on-premise oder in der Cloud, um auf den Ü-Wagen eben verzichten zu können, sei es, weil dieser durchgetaktet ist oder sei es ganz einfach, weil nicht alle Unternehmen, die Rechte an der Übertragung haben, den Aufwand betreiben, mit derartigen Autos eben vor Ort zu fahren. Beides bedienen wir hier, um letztendlich ein optimiertes Zeitmanagement zu realisieren, um eine Kostenersparnis zu generieren, aber allen voran auch die Flexibilität zu erhöhen. Ganz spannend und innovativ sind die Use Cases, die wir bei der Videoübertragung im Bereich von Events hatten. Und ich hatte es eingangs erzählt,
Ursprünglich war ein Stück weit der Gedanke, vorhandene Technologien abzulösen, sei es kabelgebundene Kameras, drahtlos zu betreiben, um Rüstzeiten zu minimieren oder aber jetzige Drahtloskameras zu ersetzen. Wir sind mittlerweile an dem Punkt, dass wir an eine Koexistenz glauben. Wir sehen zwar, dass in den 100 Megahertz Übertragungskapazitäten möglich sind, in Richtung Gigabit pro Sekunde. Das sind jetzt die Werte, die wir aktuell bei uns feststellen, wo man eben auch mit einem zeilenbasierten Encoding hier Latenzen erreicht. Wenn wir JPEG XS beispielsweise nehmen, haben wir 5 Millisekunden Enkodierzeit, 5 Millisekunden Dekodierzeit. Und die Luftschnittstelle bedienen wir nach unseren Messungen innerhalb von 2 Millisekunden, das heißt 12 Millisekunden Kameralinse bis zum Videomischer, das potenziell zwar lösen können, aber hier die Codec-Industrie noch nicht so weit ist. Das zeilenbasierte Encoding ist noch sehr groß im Bereich des Energiehungers. Und es macht, glaube ich, keinen Sinn, ein SDI-Kabel mit einem Stromkabel zu ersetzen. Aber das, was geht und das, was auch deutlich besser geht, wenn wir uns eben anschauen, wie übertragen heute drahtlose Kameras. Und drahtlose Kameras übertragen heute über einen H.264-Codec, der in den Kameras verbaut ist, mit einer Kapazität von roundabout 50 Megabit pro Sekunde. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wir haben im Campusnetz 1000 Megabit zur Verfügung, können wir entweder die Qualität, ich sag's mal salopp, ein Stück High Level, 20 Mal so gut abbilden oder aber eben 20 Kamerasignale über die Luftschnittstelle bedienen, um hier einfach drahtlos deutlich mehr Perspektiven einzufangen, als uns das ohne 5G eben möglich ist. Aber insbesondere denken wir eben auch mit Partnern darüber nach, völlig neue Formate hier mit reinzubringen. Wer den US-Sportmarkt ein Stück weit kennt, sieht dort, dass dort Bilder produziert werden von dem Tribünenrang. Sprich, wir geben dem TV-Zuschauer jede Gelegenheit, ein Spiel, ein Event, ein Konzert eben aus der Perspektive der Zuschauer vor Ort zu erleben. Wir können Menschenmassen, die nach einem gewonnenen Heimspiel von einem Fußballclub eben jubelnd das Stadion verlassen, einfangen. Wir sind in der Lage, Bilder zu produzieren aus der Sicht der Athleten, der Künstler, der Sportlerinnen und Sportler. Wir hatten so ein Stück weit drüber nachgedacht, wie wäre es denn, wenn wir einen Schiedsrichter beim Fußball oder einen Referee beim Basketball oder beim Eishockey mit einer Kamera ausstatten, mit zwei Linsen, um dort ein 180-Grad Virtual Reality-Bild zu produzieren, aus der Sicht des Schiedsrichters, haben wir ein Stück weit verworfen, weil es viel, viel elegantere Möglichkeiten gibt. Und zwar bleiben wir beim Fußball. Wenn wir dort uns die vier Eckfahnen vor Augen halten, die jeweils auf Federn heute stehen, wo wir Stabkameras eben einbringen können mit jeweils zwei Linsen, sind wir dann in der Lage, das komplette Spielfeld in 3D zu rendern. Und wenn man jetzt Fan vom FC Bayern München ist, stellt man sich in das Tor von Manuel Neuer und probiert mit Manuel gemeinsam den Torschuss von einer gegnerischen Mannschaft in Virtual Reality zu halten. Und wenn man eben kein Fan von Bayern München ist, geht man einen Schritt zurück und lässt den Ball rein, um also ein Stück weit die Möglichkeiten darzustellen, die wir mit 5G in der Produktion im Eventbereich eben haben oder andere schwer zugängliche Orte. Also wir sind, wie eingangs gesagt, so ein Stück weit davon weg, dass wir sagen, 5G ist der ultimative Heilsbringer, wir brauchen keine Rüstzeiten mehr, glauben wir gar nicht mehr, weil das Kabel werden wir mit 100 Megahertz Frequenzbandbreite nicht ersetzen. Das wollen wir auch nicht. Wir sind aber in der Lage, zusammen mit den Rechteinhabern und den Produzenten neue Perspektiven aufzunehmen, neue Kamerabilder aufzunehmen und somit für die Zuschauerinnen und Zuschauer ein völlig neues Erlebnis zu realisieren, wenn Events eben nicht vor Ort, sondern zu Hause am Fernsehbildschirm verfolgt werden. Und hier sind wir eben dran, mit kleinen Übertragungseinheiten zu arbeiten und drahtlose Kameras in die Luft zu bringen, aber eben auch über Partner das Kamerasignal direkt in die Luftschnittstelle über ein eingebautes 5G-Modem
Daten zu transportieren. Und das sind unter anderem Use Cases, die wir Mitte Juni auf unserem Proof of Concept, unserem Living Lab in Nauen, wo wir das 5G-Campusnetz unweit von Berlin jetzt implementiert haben, auch live und in Farbe vorstellen werden. Das Weitere, was, glaube ich, wenig überraschend ist, ist die Drohnensteuerung. Und zwar nicht nur für unsere Industrie, aber auch für unsere Industrie. Wir verfolgen hier zwei Ansätze. Wir haben einmal eine Industriedrohne in der Anlieferung zu unserem Campus in Nauen, wo wir in der Lage sind, eben Equipment in die Luft zu bringen, sei es eine 5G-fähige Kamera, klassisch, sei es eine VR-Kamera, um eben Filmaufnahmen aus der Sicht der Drohne erlebbar zu machen, um auch hier Use Cases vorzustellen, die gegebenenfalls Helikoptercams, wie sie im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bei einigen Produktionen zum Einsatz kommen, wo wir hier eine deutliche Vereinfachung sehen, oder aber eine Kamera, die wir gemeinsam mit einem Partner entwickeln, die erstmalig in Deutschland in einem 5G Standalone-Netz eben fliegen wird. Da freuen wir uns drauf und drücken im Moment die Daumen, dass wir hier Mitte Juni eine Deutschland, wenn nicht sogar eine Weltpremiere hinkriegen mit der ersten Drohne, die im 5G-Campusnetz eben fliegt. Und wir sind da ganz zuversichtlich, dass uns das gelingen wird. Ansonsten abseits von unserer Branche, die wir alle vertreten, sehen wir hier eben auch die Gelegenheit, auf größeren Arealen, sei es der Hamburger Hafen, medizinisches Gerät schnell von A nach B zu bringen, Luftbildaufnahmen in einem geschlossenen und in einem persönlichen Netz zu realisieren, sollte es ein Havarieszenario oder Katastrophenszenarien eben erfordern, wo wir hier wirklich dediziert 100 Megahertz zur Verfügung haben, um Luftbildaufnahmen und Drohnensteuerung realisieren zu können. Und zwar einmal direkt vor Ort mit einer Sichtverbindung zu der Drohne oder aber aufgrund der kurzen Latenzen. Ich habe es gerade mal beim Video das Beispiel gebracht, inklusive der Enkodier- und Dekodierzeit. Bei zeilenbasiertem Encoding, das entfällt natürlich, wenn wir uns darüber unterhalten, eine Drohne zu steuern. Das heißt, wir sind irgendwo an dem Joystick in einem Betriebsraum und es dauert kleiner als 10 Millisekunden, bis die Drohne eben das macht, was wir oder was der Drohnenpilot will, was dann eben auch hier völlig neue Einsatzmöglichkeiten auf dem privaten Campus ermöglicht. Und das Ganze eben mit der Stabilität, die eine dedizierte Frequenz mit 100 Megahertz uns, Ihnen zur Verfügung stellt. Ein weiterer Use Case, den wir bereits durchgeführt haben, ist mit LiveView, den Kolleginnen und Kollegen aus Israel. Ist naheliegend, dass wir den aktuellen Rucksack genommen haben, das ist der LU800 von LiveView, den wir eben einsetzen, der im öffentlichen 5G-Netz bereits funktioniert, wo wir zusammen mit der Entwicklungsabteilung aus Israel die Modems auf der Ebene der AT-Befehle befähigt haben, eben in einem 5G-Campusnetz zu funken. Das ist uns nach wenigen Wochen gelungen und wir konnten zusammen mit LiveView, ich zeige das auf der nächsten Folie und bleibe hier nicht ganz so lange stehen, eben die komplette Produktionsübertragungskette über ein 5G-Standalone-Netz bereits unter Beweis stellen. Das heißt, wir haben hier auf der linken Seite mit HD-Kameras von der Media Broadcast Bilder produziert, die über SDI LU800 connected sind, dann über die Luftschnittstelle innerhalb von 2 Millisekunden zu unserem Core-Netz gegangen, was direkt, ich hatte es erwähnt, über eine Gigabit-Richtfunkanbindung mit dem Internet verbunden ist und sind dann über den LU2000 mit dem Videomonitor verbunden. Und das Funkhaus in Berlin haben wir simuliert mit unserem Bürogebäude in Berlin. Hier steht Lab, das ist es auch. Wir haben dort eine große Technikabteilung sitzen, wo wir eben den Rückkanal realisiert haben, der dann wieder übers Internet, über ein SRT-Codec, so funktioniert LiveView, das Signal zurückgeschickt haben zu unserem 5G-Campusnetz in Nauen und dann wiederum auf dem LiveView-Rucksack
dem Reporter, der mit dem Gerät arbeitet, eben den Rückkanal aus dem Funkhaus eben zur Verfügung zu stellen. Und auch das war ein Use Case, den wir erstmalig mit den Kolleginnen und Kollegen von LiveView hier realisiert haben. Und wir sind da zusammen ganz stolz drauf, dass eben der Rucksack durch unser Zutun heute in der Lage ist, eben in einem Standalone-Netz zu funken, was uns doch noch mal einige Wochen Engineering-Zeit gekostet hat. Aber am Ende eben der Fleiß von allen hier belohnt wurde mit einer erfolgreichen Übertragung. Und an der Stelle viele Grüße und ein herzliches Dankeschön an LiveView auch für die permanente Leihstellung. Das heißt, das Gerät ist bei uns, das können Sie sich vor Ort live von der Farbe anschauen und mit uns diese Signalübertragungskette, wie wir sie hier dargestellt haben, eben auch zusammen ausprobieren und austesten. Ja, und hier die Komprimierung, ich glaube, das kennen alle bei LiveView, gibt es hier relativ einfach zu bedienende Regler. Das heißt, eine schnellere Laufzeit einstellen mit einer geringeren Komprimierung. Das ist uns hier im 5G-Campusnetz möglich, einfach weil wir die Kapazität haben. Wie wir das Netz aktuell dargestellt haben, erreichen wir Upload-Datenraten von 250 Megabit und wir sind jetzt eben dabei, das hochzuschrauben und das Verhältnis zwischen Down und Upload eben umzudrehen, sodass wir hier noch deutlich mehr Bandbreite von den Geräten eben in die Luft senden können. Das ist der Use Case zu LiveView. Zurück zur 5G Blue Box. Das, was wir hier eben vermarkten als unser Produkt mit der hervorzuhebenden Provider-Unabhängigkeit und auch damit der verbundenen Lieferanten-Unabhängigkeit. Es mag Anbindung geben, wo Lieferant A besser geeignet ist als Lieferant B. Es gibt unterschiedliche bei der Skalierung. Sprechen Sie uns an, wir helfen da. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir auf der nächsten Seite, nee, aber hier genau, die Webseite dargestellt haben, was eben eines unserer Hauptaugenmerkmale bei der Produktentwicklung war. 5G in einem Rack als komplettes Netz darzustellen, um auf der Basis eben auch Eventproduktion bedienen zu können, wo es kommerziell nicht immer abbildbar ist, in einer Venue eine permanente Installation vorzuhalten. Wir haben das hier auf Rollen dargestellt, was ein Stück weit die Mobilität nochmal hervorheben soll, wo wir die 5G Bluebox eben auch tage- oder wochenweise zur Verfügung stellen, mit einer Aufbauzeit von 24 Stunden. Heißt im Umkehrschluss, wir sind in der Lage, innerhalb von 24 Stunden, wenn die Frequenz vorhanden ist, hier ein komplettes 5G-Mobilfunknetz aufzubauen und für die Eventproduktion und Medienproduktion zur Verfügung zu stellen. Punkt. Ganz schön an der Stelle ist die Webseite. Die Box hat eine eigene Webseite, kein Facebook-Account, aber die Webseite haben wir hier gegönnt. Schön an der Stelle ist, dass wir dort mit Augmented Reality arbeiten. Das heißt, wenn Sie auf Ihrem iPad, auf Ihrem Galaxy Tab oder auf Ihrem Mobiltelefon unsere Webseite besuchen und auf den AR-Banner gehen, sind Sie eben in der Lage, die 5G Blue Box in 3D in Ihr Homeoffice oder in Ihr Büro sichtbar zu machen, sich die 5G Blue Box aus der Nähe anzuschauen, um sie herumzulaufen. Das Ganze ist in der 1:1 Abbildung. Das heißt, Sie sehen eben auch, dass die Blue Box deutlich platzsparender ist als ein ganzes 19-Zoll-Rack. Wir sind so Pi mal Daumen 1,20 Meter hoch, 1 Meter tief und einen knappen Meter breit, was eben die Mobilität der 5G Bluebox hier nochmal untermauert mit dem Slogan drauf, den wir als Media Broadcast eben sehen, unabhängig, schnell und sicher, aber eben auch für Anregungen offen sind, wenn Sie eine 5G Bluebox eben für Ihr Unternehmen brauchen, können wir das individuell designen. Gemeinsam 5G-Anwendungen im realen Umfeld entwickeln und testen, das ist unser Ansinnen, zu dem ich euch und Sie herzlich einlade. Lassen Sie uns die Erfahrung austauschen, lassen Sie uns Untersuchungen gemeinsam durchführen,
Schicken Sie uns Feedback, wenn ein Testszenario fehlt, was Sinn machen sollte, dass wir das bei der Media Broadcast mal auszuprobieren. Idee ist, wir bringen das im Living Lab bis zur Produktionsreife. Und wenn wir das gemeinsam geschafft haben und die Anwendung macht Sinn im Produktionsumfeld, dann rollen wir das gemeinsam aus. Das ist das Ansinnen, was wir beim Media Broadcast haben. Und nochmal, ich lade Sie herzlich ein, sobald es die Reisebeschränkungen wieder zulassen. Ich habe gestern im Fernsehen verfolgen können, dass Impfangebote bis Juni terminiert werden können. Da bin ich sehr dankbar. Ich muss offen gestehen, ich bin ein Stück weit pandemiemüde und hoffe, dass wir es in Richtung drittes oder viertes Quartal in diesem Jahr geschafft haben und Sie dann eben auch in Nauen in unserem Proof of Concept begrüßen dürfen, um dort 5G-Anwendungen mit uns gemeinsam zu testen und sich mal das anschauen, was wir bei der Media Broadcast bis dahin auf die Beine gestellt haben. Und unterstützen Sie uns dabei. Ich kann Sie dazu nur herzlich einladen. Wir haben jetzt, der schwarze Bildschirm ist gewollt. Wenn ich mit der Maustaste drüber fahre, kommt hoffentlich ein Play-Button. Genau, das ist er. Ich würde jetzt mal eine Minute lang meinen Mund halten und so ein Stück weit nochmal das Ganze mit Eindrücken untermauern, die wir aufgenommen haben. Das ist ein Video, was wir produziert haben, dauert 60 Sekunden. Was ich jetzt starte und dann werden wir hoffentlich sehen, dass das, was ich jetzt ein Stück weit manuell rübergebracht habe, im Video nochmal bildlich bewiesen wird und genießen Sie es. So, startet noch nicht. Ich probiere das mal gerade so aus. Nee, in der Probe hat es funktioniert. Jetzt leider nicht mehr. Nee, schade. Es startet nicht das Video. Dann überspringen wir das. Das macht aber auch nichts, weil ich auf der nächsten Folie alle Videos verlinkt habe. Und die Videos sind einmal produziert. Das ist das, was vor 6 Wochen in Nauen passiert war, wo ich mit unserem Geschäftsführer Arnold Stender und unserem Technik-Lead Stefan Krüger vor Ort war, wo wir hier Videos produziert haben. Den Clip, den ich zeigen wollte, war so ein Stück weit die Zusammenfassung aus allen 4. Macht aber nichts. Ich kann Ihnen die Ihnen und euch die Videos sehr ans Herz legen. Die Dauer ist so circa 2 Minuten pro Video, relativ kurz und knapp. Wenn Sie und ihr die Zeit findet, schaut euch das an. Arnold erklärt hier so ein Stück weit die Strategie, die wir bei 5G verfolgen. Gehen Sie mit uns gemeinsam in die 5G-Zukunft. Stefan Krüger stellt die Schaltzentrale vor, wird ein Stück weit technisch für die Interessierten. Und ich selbst stelle die 5G Blue Box für die TV- und Medienproduktion, aber auch für die Industrie in den verlinkten Videos auf der rechten Seite dar. Das war mein Pitch und jetzt lade ich Sie und euch herzlich ein, mit mir gemeinsam die Frage zu beantworten, ist 5G der Game Changer für die Medienproduktion, ja oder nein? Was glaubt ihr?